richtig Toni Toro. In der Hira Rossi, das Kolonda, verkardium das Papier, Tons von Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Mit mir, dem Jan. Alter, warum sind die so schnell? Also auf der Insel habe ich jetzt die nicht gefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwann noch eine Mission kriege, dass ich da nochmal zurück muss. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich jetzt in der letzten Folge da, als er mir das gesagt hat, entscheiden kann, dass wir jetzt zurücksegeln. Aber es war nicht so. Ich muss dahin. Das heißt, am besten lege ich hier irgendwo an. Und lauf dahin. Du findest dich sogar bei Nacht in diesem. Warum ist jetzt so eine komische Musik hier? Einzige Anlegestelle. Ich werde jetzt auch hier durch da zurückgehen. Sind die noch Wachen? Ja, die sind wieder hier. Okay. Aber ich muss ja gar nicht dahin, sondern ans Festland. So, hier ist ein Baum, den ich einsammeln kann und da brennt was. Ein Lagerfeuer oder so. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Ist hier eine Kiste? Nope. Schade. So. Jetzt die Frage. Ach so, deswegen hieß da kein Gebiet, weil ich da nicht
ans Land gehen können, weil da die Karte zu Ende ist. So. Erstmal gehe ich dahin. Ja, ich könnte ja mal rein theoretisch könnte ich da auch mit dem Schiff hinfahren, glaube ich. Da ist ein Bär. Aber so sehe ich hier was. Schöne Landschaft. Hier, gegen den will ich eigentlich gar nicht kämpfen, weil er eine Stufe höher ist als ich. Und ich zu 100% dann verkacken werde. Erstmal runterfallen. Und ich ändere noch kurz meine Mission. Quest. Und zwar hier. Das ist nur eine Stadt hier. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Wie? Warum darf ich mich hier nicht erwischen lassen? Bei was? Da ist ein Schmied. Erstmal zum Schmied. Ist schlechter, hat er einen besseren Buch. Ja, aber den kann ich noch nicht haben, aber den könnte ich mir rein theoretisch schon mal kaufen. So. Das Problem ist, der Helm sieht nicht so toll aus. Okay, der andere, wo ich jetzt aber drauf habe, auch nicht. Lass den Helm erstmal. Ich guck mal, was ich verbessern kann. Zum Beispiel diesen Helm verbessern. Und den Bogen kann ich nicht mehr verbessern, weil ich kein Geld mehr habe. Verbessern. Ich nehme. Boah, dass man hier so viel Auswahl hat. Kritisch Kopfschussschaden. Kriegerschaden. Gesamtrüstung. So. Okay. Auf bald dann! So, hier oben ist noch ein unentdeckter Ort.
so. Deswegen durfte ich. Ich werde halt erstmal hier das machen, was ich übersehen habe. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. So, da steht der. Und der Schatz ist da. Nein. Das ist übel. Meine Güte. So. Jetzt sind wir zwei Kopfgeldjäger. Und der eine kommt schon an der Hand. Das ist ja super. Nicht super. Aber woher wissen die denn sofort, dass ich hier bin? Es nervt. Okay, der ist jetzt da drin. Also. Nice, der andere ist auch hier. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Er rennt mir, glaube ich, hinterher. Er ist mir nicht hinterhergerannt, wie schön. Unentdeckter Anführer. Also. Ist das hier? Was ist denn hier für ein unentdeckter Ort? Ich finde es ja erstaunlich, dass die immer so genau wissen, wo ich bin. Warum rennt er jetzt weg?
tot und der andere kommt. Ich will ihn nicht aufheben, ich will hier weg. Weil der andere ist besser. Hä? Ja. Hier werden Sie besonders wachsam sein. So. Warum kommt ihr jetzt hier hin? Warum kann er hier nicht hochklettern? Kann ich hier nicht hochklettern? Was ist das denn? Achtung, Kopfgeld, Jäger machen Jagd auf dich. Um das Kopfgeld loszuwerden, kannst du den Stifter bezahlen. Achso. Also, ich habe den immer umgebracht und nicht. Oh. Erledigt. Weg. Jetzt gehe ich noch zum Stifter. Um ihn zu bezahlen.
Oder auch nicht. Ich würde jetzt einfach erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.